Guten Tag, mein Name ist Sandra Voskos, genau. Ich bin der Liebe wegen halt nach Rolldorf gekommen und fühle mich hier sehr wohl. Mein Name ist Maciej Majkowski. Wir sind nach Rolldorf gezogen, weil wir einfach ländlich wohnen wollten. Das sind nur zwei Neubürger der Gemeinde Rolldorf. Für sie findet heute ein Spaziergang durch den Ort statt. Bürgermeister Dr. Krug trifft sich mit den interessierten Bürgern am Rathaus. Bernhard Echtermann führt sie durch die neue Heimat. Die Anregung kam vom Bürgermeister Dr. Krug. Er hat ja auch ein Neubürgertreffen in jedem Jahr, im Herbst, glaube ich, im Saal des Hotels zur Post, schon seit 2-3 Jahren installiert. Und da entstand die Idee, auch den Neubürgern die näheren geschichtlichen Entwicklungen mit ihren Sehenswürdigkeiten der Vergangenheit und dem, was das Neue denn so da mit eingefügt worden ist, in Augenschein zu geben. Egal ob die alte Schule, eine kleine Kapelle oder das Kriegerdenkmal. Bernhard Echtermann steuert die prägnantesten Punkte in Rolldorf an. Dabei gibt es die ein oder andere Anekdote zu erzählen. Mein Wunsch schlicht und einfach wäre, dass die Menschen ihr neues Wohnumfeld auch als Heimat empfinden. Denn Heimat ist nicht nur da, wo man herkommt und wo man aufwächst, sondern Heimat ist auch da, wo man hinkommt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für den Neubürger. Der heutige Rundgang findet an einem ganz besonderen Tag statt. Vor genau 190 Jahren löst sich die Gemeinde Rolldorf von Damme los. Ein historischer Tag. Wie gefällt es den Neubürgern? Das war sehr interessant. So hat man die Gemeinde mal anders kennengelernt und so die Einzelheiten auch noch mal gesehen. Ich fand, das war sehr schön und ich würde es immer wieder machen. Schön, dass es sowas gibt hier in Rolldorf. War sehr gut, sehr informativ, hat mir sehr gut gefallen. Ja, würde ich jedes Mal gerne machen. Zurück am Rathaus. Hier endet der Rundgang. Ein spannender und informativer Tag für die 6 Neu-Rolldorfer.